Du warst im Walk Monsberger in Graz und hast mit 15 Jahren eigentlich angefangen, so richtig schön, ganz einfach mit Porträts zu zeichnen, gell? Ja, ich habe generell gezeichnet, mit Bleistift habe ich begonnen. Genau. Und das hat irrsinnig viel Spaß gemacht und habe auch damals schon ein bisschen anerkennen. Genau, dieser Professor Norbert Nestler. Norbert Nestler, ja, genau. Der hat gemeint, du sollst unbedingt weitermachen. Ne? So das finde ich auch sehr schön, wenn die Lehrer das dann unterstützen. Ne? Ja, und ich finde eigentlich, du hast mit Porträts dann auch ziemlich früh angefangen, was die leichteste Übung ist. Und ja, aber dann aber 2013 hast dich dann mehr so zu Acryl, ja, hast halt, wie sagt man, eine Lust auf Acryl bekommen, sagen wir so, ja, und du vor allen Dingen, was ich ganz toll finde, du hast selbstkritisch und ganz bizarr daran gearbeitet, bis du das erste Bild überhaupt ausgestellt hast. Und das finde ich klasse, ne? Und da sind wir uns auch ein bisschen ähnlich, weil ich habe ja, durchs Glas muss ich leider jetzt wieder sagen, ne? Ich habe ja auch heimlich irgendwo in Niederösterreich geübt, bis ich gesagt habe, so, das Glas kann ich jetzt verkaufen. Nicht einfach mal einen Kurs machen und zack, puff, ne? Sondern ein bisschen selbstkritisch nachdenken, ob das geht oder nicht. Ich glaube, sind wir uns ein bisschen ähnlich. Ja, dann hast du... Genau. Entschuldigung. Ja, so berühmte Persönlichkeiten, ne? Hast Maler oder Maler porträtiert, berühmte Persönlichkeiten, Musiker, Musik, genau. Und Film auch. Und, aber trotzdem irgendwie hast du irgendwie so karikaturistisch gemalt, finde ich. Und immer hast deine Interpretation. Das ist Sache. Ich habe natürlich immer versucht zu interpretieren, ein bisschen auch das Leben desjenigen, den ich porträtiert habe, mit einfließen zu lassen. Ob man das jetzt als Karikatur bezeichnen kann, die ja meistens mit humoristischen Einlagen behaftet ist, sei dahingestellt. Es gibt ja auch einen Hirsch von mir mit den dunkelgrauen Lidern und auch das Bild selber ist sehr dunkelgrau. Das muss ja also passen, es passt sehr gut. Und wie gesagt, ich habe versucht, eben, wie gesagt, das Wesen auch mit einzufangen in meine Interpretation. Genau, und der Mensch und die menschlichen Ausdrücke und so viel die Gefühle und das, der Betrachter stehen für dich auch im Mittelpunkt. Ne? Nicht nur das, was du malst, sondern auch wie der Betrachter reagiert. Ich habe bemerkt, dass sehr viele Menschen auf meine Bilder reagieren. Nicht nur positiv, auch negativ natürlich. Und das hat mich sehr fasziniert, dass in einer medialen Welt, in einer digitalen Welt, wo wir mit Bildern überflutet werden, überhaupt noch so eine Wirkung zustande kommt durch ein gemahlenes Bild. Also das hat mich fasziniert und das interessiert mich auch nach wie vor. Ja, super. Und gerade Menschenbilder und Menschenbilder sind sehr interessant und sollten eigentlich in eine Wechselwirkung eingehen. Und mich ärgert am meisten, wenn jemand achtlos an meinen Bildern vorbeigeht und keine Meinung hat. Also das ist das, was mich am ehesten trifft, aber wie gesagt, kommt nicht so oft vor, Gott sei Dank. Ja, und ganz besonders interessieren dich andere Kulturen, ne? Ja. Und Probleme und Wünsche anderer Menschen. Also zum Beispiel hast du ja das Kunstprojekt mit Asylwerbern gemacht, ne? Da sind ja auch, glaube ich, zwei Jungs da. Ne? Ja, das sind zwei da, dann hast du Abdul-Mohammed. Genau, und das finde ich auch ganz klasse. Genau, die malen auch, sind in einem Kunstworkshop und wir haben schon einige Ausstellungen organisieren können. Genau, und das nennt sich Grenzenlos kreativ, finde ich auch einen ganz gelungenen Titel. Und da bist du auch der Leiter, kann man sagen, ne? Für genau, die Geschichte. Ja, super. Genau, und dann machst du sowieso regelmäßige Ausstellungen in Köflach, habe ich gesagt, und um Köflach herum, ne? Ja, ich habe schon ausstellen dürfen. Ja. Allerdings jetzt mit einer fast dreijährigen Pause dazwischen, weil eben das Projekt kam und wir auch die Locations, die zur Verfügung standen, eben für das Projekt genutzt haben. Und jetzt habe ich halt ein bisschen weniger ausgestellt, auch gar nicht eigentlich. Und freue mich, dass ich jetzt hier sein darf. Und ja. Ja, super.